Thomas geht oder brauchst du Hilfe? Ja, mein Name ist Zimmern Hennig, Pressesprecher der Feuerwehr Meerbusch. Wir befinden uns hier in Meerbusch Lang, auf der Straße in der Loh. Da wurden wir gegen etwa 10 vor 7 zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand alarmiert, welchen wir mit 2 Drehleitern bekämpften. Das heißt, wir hatten einmal eine Brandbekämpfung über die Drehleiter und zudem auch eine Menschenrettung über die Drehleiter. Als wir vor Ort ankamen, war schon eine sogenannte Anfahrt auf Sicht sichtbar. Das heißt im Feuerwehrsprech, dass wir schon von Weitem eine Rauchentwicklung sehen konnten und schnell die Rückmeldung geben können, bestätigtes Feuer. Genau, durch das Fenster zur Straße hin war eine Rauchentwicklung sichtbar und eben auch eine Flammenbildung. Im Zuge der Menschenrettung wurde klar, dass sich eine Person verletzt hat. Das heißt, wir haben sie dem Rettungsdienst übergeben. Sie wurde durch diesen gesichtet und wurde jetzt im Zuge des Einsatzes in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. 2 weitere Personen wurden auch durch den Rettungsdienst gesichtet. Hier konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Die weiteren Bewohner des Hauses sind auch alle unverletzt, sodass sie weiterhin an der Einsatzstelle verbleiben können. Den Verbleib in der Wohnung bzw. dem Brandhaus ist noch unklar. Die Löscharbeiten gestalteten sich dann im Laufe des Einsatzes als doch recht herausfordernd. Wir haben uns dazu entschieden, Löschschaum von der Drehleiter heraus einzusetzen, um durch das Fenster der Brandwohnung den Brand dann mit dem sogenannten Löschschaum zu bekämpfen. Wir sind mit mehreren Einheiten der Feuerwehr Meerbusch hier vor Ort, darunter der Kreisbrandmeister, der stellvertretende Kreisbrandmeister, dazu mehrere Einheiten der Polizei, die die Einsatzstelle weitgehend weiträumig abgesperrt haben,
Dazu drei Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Krefeld. Wir waren ungefähr mit etwa 65 Einsatzkräften hier vor Ort im Einsatz. Aktuell arbeiten wir daran, die Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Brandwohnung so leer zu räumen wie möglich, dass wir auch etwaige Glutnester identifizieren, finden können und eben nachhaltig dann löschen können, sodass wir hier demnächst den Einsatz beenden können. Die Brandetage wird vorerst unbewohnbar bleiben und wir klären gerade, ob die unterliegenden Wohnungen heute Abend noch begangen werden und schauen dann, ob wir etwaige Bewohner der unterliegenden Etagen anderweitig unterbringen.